Brave Emperor bestritt in diesem Jahr die European Road to the Kentucky Derby. Wegen der hohen Kosten wird er jedoch nicht in die USA reisen. Stattdessen geht es für den Sioux Nation Sohn nach Krefeld. Für das Dr. Busch Memorial am kommenden Freitag müsste Brave Emperor indes noch nachgenannt werden. Später könnte es für ihn dann in die großen Meetings wie Royal Ascot und Glorious Goodwood gehen. Deutscher Galopp hat für die Kölner Trainingszentrale einen ersten Kompressionsschub für Pferde angeschafft. Der Schuh hilft dabei, das Ausmaß von akuten Verletzungen im Training oder auf der Rennbahn entscheidend zu minimieren, indem er dem Pferd schnell Halt und Stabilität liefert. Entwickelt wurde das System von Dr. Ian Wright in England. Die Mehl-Mühlens-Stiftung ermöglichte den Gesamtsieger des Nachwuchsförderpreises einen einwöchigen Lehrgang in Newmarket. Leon Wolf und Shuichi Terachi konnten die Gelegenheit wahrnehmen. Auch Annalena Weidler, Janina Beusen, Marie Gast und Antonia von der Recke nahmen teil.